zu anderen Spielern trennt. Es geht weiter. Wir kämpfen gegen Geister. Jawohl. Und ich weiß, dass ich das nicht gut nachgemacht habe. Egal. Ach ja, genau. Müsste nicht unsere Kamera irgendwann aufleuchten? Oder kommt die dann automatisch? Wo ist sie? Irgendwo hier treibt die im Wasser. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau. Ob es auf der Seite war oder auf der anderen. Normalerweise. Willst du mich verarschen? Ist der Geist jetzt nicht hier oder bin ich blöde? Die Olle. Ich dachte, die ist hier, wenn du hier an der kaputten Planke stehst. Weil ja auch die Kamera an sich das andeutet. Oder ist mein Spiel so dunkel, dass ich es nicht sehe? Das leuchtet ja auch nichts, ne? Kein Geistersignal, gar nichts? Nein? Vielleicht doch auf der anderen Seite. Das ist äußerst merkwürdig. Normalerweise müsste unsere Kamera nämlich hier wie bescheuert reagieren. Vielleicht doch schon ein bisschen früher? Nein? Gar nichts? Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass der Kampf auf leicht fehlt? Immerhin droppt die Olle auch einen Stein und so und es gibt massig Punkte und alles. Das finde ich jetzt echt mies. Vielleicht war ich auch einfach zu langsam. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wo mein letzter Quicksave war. Wahrscheinlich Meilen. Schon. Da haben wir sie doch. Schön mittig. Gibt am meisten Punkte. Und Geisterkampf triggert. Ich wusste es doch. Lad mal schneller. Geht doch. Ja, die schwebt so ein bisschen herum, aber sonst. Und dann rusht die, glaube ich, ab und zu mal. Hier. Hammer. In your face! Einfach mal die Hälfte des Schatten. Meine Güte. So, jetzt hat sie sich geportet. Wo ist sie jetzt? Auf der anderen Seite? Nope. Sie ist immer noch dort. Nur. Wahrscheinlich taucht die gleich unter uns auf, so ich das kenne. Ich gehe mal langsam zurück. Was ist denn die Olle? Da. Toll, jetzt hat sich wieder gebordet. Ah, da ist wieder. Blup. Ja, die taucht gerne unter uns auf und dann. Rup. Ey, Olle. Komm mal her da. Boah, die will mich verarschen. Die will mich doch ganz ehrlich ein bisschen dingsbumsen. Ups, da ist er. Ja, es hört, ich weiß. Lass mich. Dankeschön. Oh, schön, noch nicht tot. Das gibt nochmal extra Punkte. Finde ich ja sehr nett, ne? Na, willst du schwimmen gehen oder nicht? Verfickt, jetzt werden wir getroffen. Alter, wie wenig Schaden die Geister machen, wenn man auf leicht spielt. Das habe ich echt ein bisschen. Ich dachte so, das könnte ja ein bisschen leichter sein, aber. So, diesmal bin ich bereit. Come out, bitch! Die ist ganz schön gerissen, die Olle. Also, ich bin ja schon zurückgegangen, aber hat nicht gereicht. Wo bist du? Da bist du. Komm, lasch mich noch einmal und dann war's das auch. Und dann sind wir alle fertig, können alle nach Hause gehen. Jetzt macht sie wieder ihr... Ich versink mal eben hier. Spiel.
nicht direkt vor mir? Tatsache, da ist er. Och Mann! Hallo! Das ist nicht fair! So eine Millisekunde Zero-Shot-Gelegenheit. Oh, Gott, sie ist direkt hinter mir. Wow, what the hell? Jetzt aber, du scheiß Schlampe, ey. Hast du schön abgekniffen, ja? Sehr gut. So, gib mir deinen komischen Geisterstein und ist gut hier. Grüner Kristall, Geisterkugel und Geistererscheinung. Ertrunkene Frau. Ja, tschüss. So, fast schon 36.000 Punkte für die Kamera. Hör, ich hab mich okay, so. Werde ich niemals. So. Jetzt wäre es so eine Zeit, so mal vielleicht eine Kräutermedizin zu nehmen. Obwohl, ne, ein bisschen was halten wir raus. Gehen wir mal lieber in das Haus hier. Blutiger Kimono. Mann, die bleibt aber lange da. Und ein Speicherpunkt. Na, dann nutzen wir den doch gleich mal. Das ist die Olle, die immer so behindert lacht und alles. Ich finde die Musik hier cool. Naja, was soll's. Gut, weiß nicht, ob hier noch was liegt, aber ich schätze mal. So hier am Rand oder so. Irgendwo hier. Ja, da hinten sehe ich doch was leuchten. Das ist übrigens ein verdammt großes Haus. Auch ein Tacken größer als das Osaka-Haus. Gib mir eine Geisterkugel. Ich will keine Geisterkugel. Ich will... Ich bräuchte mal wieder Typ 14 Film. Also... Der Vollständigkeit. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden, nicht reden. Okay. Sieht so aus, als wenn du hier reinkommen würdest. Ja, nee, komm. Das lassen wir jetzt mal. Oh my god, a girl. Super. Und das nächste Kapitel. Ja, ich sag euch, die Kapitel gehen hier so schnell vorbei da. Ja, ja. Erschreck mich nicht so, du Bastard. So, na, liegt hier noch eine... Ne. Oh my god, something just fell down. Oh my god, it's nothing. This game sucks. Okay, hier kann ich überhaupt keine Türen erkennen. Hier sieht alles gleich aus. Okay, ne, das sind Türen. Und die ist zu! Weil ich das weiß? Was? Kann ich hier noch was fotografieren? War hier gerade noch jemand? Hier oben oder so? Ach, keine Ahnung. Kusabi ist coming. Ja, ich weiß, dass der kommt. Das finde ich gar nicht nett.
Aber dafür gibt's ja Safe States, nicht wahr? Da ist jemand. Ist das jetzt ein Geist, oder? Ich mach mal einen Quick Save und fotografiere mal. Ängstlicher. Witzig, normalerweise rennen diese Geister doch immer weg. Das gab 800 Punkte? What the fuck? Für so ein kleines Speichel. Boah, geil, richtig bassiger Donner hier in dem Spiel. Mehr Donner, als ich letztens aufgenommen habe. Als ich das Video da... Yeah, meine Gebete wurden erhört. Dankeschön. Ich gehe mal zu dem Leuchtenden hin und dann kommt wahrscheinlich ein Geist, aber das ist mir egal. Moment. Zeigt bei jedem Geist das fatale Bild an, in dem ein Signallicht im oberen Bereich des Suchers rot leuchtet. Das fatale Bild ist der beste Moment, einen Schnappschuss zu machen. Wenn das fatale Bild geschossen wird, gibt es während des Rückstoßes eine Schnappschussgelegenheit. In diesem Moment einen Schnappschuss auszulösen, ergibt ein Combo-Bild. Wenn das fatale Bild geschossen wird. Also ja, klar, wenn der... Wenn man... Muss ich das wahrscheinlich da... Muss ich das da einbauen? Nee, ne? Das ist so ein Ding, was man nicht einbauen muss, richtig? Einbauen muss man doch nur die Linsen. Oder nicht? Wir gucken das mal gerade nach. Wir haben ja jetzt genug Punkte. Zusatzfunktion. Ja. Das scheint schon... Ja, klar, das sind die Sachen... Okay. Zeigt ein fatales Bild während einer Schnappschussgelegenheit. Ja, wir werden mal sehen, ob wir es diesmal vielleicht geschissen bekommen. Das sind die Sonderdingsbums. Ja, das ist auch alles gut. Achso. Okay, I got it. Geisterkugel, Funktions mit Punkten, Grundfunktion, Power-Up-Linse verbessern bis zur Höchststufe. Achso, okay. Benötigte spirituelle Energie. Ach, die Dinger werde ich sowieso nie benutzen. Ohne ist doch viel witziger. Also, was wollen wir denn mal aufladen? Reichweite, Suchkreises... Höchstmannspinne, der aufgeladen werden kann, upgradefähig. Austreibungskraft und Reichweite, die Austreibungskraft kann erhöht werden. Und Reichweite. Oh, weißt du was? Dann machen wir mal da einen rein. Und dann machen wir mal da einen rein. Reichweite ist mir eigentlich egal. Achso. So. Zack. Zack. Und wir könnten Sensitivität nochmal aufrüsten. Aber ich warte damit noch. Weil sonst machen wir uns das wirklich noch zu leicht. So, die anderen Sachen sind automatisch ausgewählt. Will mal kurz was prüfen. Achso, ja genau, da hatte ich den Typ 14 Film gefunden, alles gut. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg, wahrscheinlich, als diese Tür, nicht wahr? Ja. Warte mal. Ach so, gehe ich da wieder raus? Yep. Vollidiot. Okay, komm. 6 Minuten haben wir noch. Dann müssen wir noch irgendwas hier hinkriegen. Oh, laufe ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinlaufe. Wo ist denn diese Kacktür gewesen? Hier drin? Hier? Lass mich rein. Jetzt stehe ich schon wieder vor der falschen Tür. Alter! Was ist denn das? Dieses Haus ist verwirrend. Hier hinten. Da. Hier muss ich hin. Ja, ja, das ist die richtige Tür. Oh, oh. Ach so, wir steuern wieder die Olle. Fräulein Humpelbeinchen. Hallo Geister. Bin ich hier durch? Nein, ich muss geradeaus gehen. Jetzt können wir weiter.
Das ist a large hallway. Wer bist du denn? Ah, Limbo Man. Dann ist auch Limbo Woman irgendwo in der Nähe. Oder ist das... Ne, scheint nur er zu sein. Limbo Man. Und der macht wow, wenn wir ihn treffen. Aber ich hab's nicht hingekriegt mit dem fatalen Bild. Ich weiß nicht wieso, aber... Hab ich nicht hingekriegt. Ich kann ihn nicht. Weißt du? Hier musst du dich bücken. Musst du aufbringen. Kann ich den fatalen Frame machen. War das jetzt das, was die meinten? Ach, was weiß ich denn hier? Schnappschussgelegenheit. Ja, dieses komische rote Licht. Das ist mir schon klar. Aber wie? Wie geht das, Mann? Normalerweise doch einfach nur zweimal drücken, oder nicht? In your face, bitch. Limbo! So, das dürfte nur der gewesen sein, ja. Limbo Woman werden wir auch bald kennenlernen. So, jetzt lass mich mal eben auf die Karte gucken. Gang. Großer Saal, da will ich nicht rein. Ah, muss ich aber. Warte mal, hä? Ach nee, Quatsch. Großer Saal? Was ist das, wo ich drin? Ich bin wirklich verwirrt jetzt gerade. Kann ich die fotografieren? Nicht wirklich. Scheint später zu kommen. Das weiß ich, mein Lieber. So, da ich von da hinten kam, laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Da ist er ja. Limbo Low Number 2. Und die ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, ja, deine Arme. Oh, shit. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das mit diesem komischen Schnappschuss funktioniert. Ich drück einfach wie behindert die Tasten, das passt schon. Oh oh. Könnte wehtun, wenn sie uns da jetzt trifft. My arms! Ja, halt Limbo Low, ne? Komm mal da aus der Ecke raus, ey, das ist ja schrecklich. Oh oh. Ups. Meine Güte, wir sammeln aber auch Punkte wie Blöde hier. So, ich weiß, was passiert, wenn ich da reingehe. Deswegen will ich es jetzt noch nicht. Eigentlich. Aber ich glaube, ich werde es müssen. Lass mich mal eben schauen. Wo ich mich jetzt befinde. Ja doch, dann ist das doch das Zimmer. Ah ja, und da sind zwei Türen. Da geht es dann weiter. Und von diesem Gang... Ja, ja, jetzt hat das. Jetzt hat das. Und ich weiß, dass meine Eieruhr jetzt gleich klingelt in einer Minute, aber ich glaube, das schaffen wir. Jetzt kommt nämlich der Kuschabü, glaube ich. Oder? Kann er nicht jetzt schon? Jetzt geh doch mal um dieses Scheißloch. So. Fotografieren? Nope. 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 Ach, Scheiße! Der kommt, wenn wir da hingehen. Was? Hier kann man auch rein? Krass. Wusste ich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt haben wir den Kusabi jetzt ausgetrickst, ja? Lagerraum. Der Lagerraum klingt doch gut. Lagerraum klingt nach Lager. Doof nur, dass in diesem Lagerraum nichts drin zu sein scheint. Ich weiß genau, was kommt, wenn wir uns das Item holen wollen. Und da ist auch noch ein Item in der Ecke. Seht ihr das? Ich hoffe, ich krieg's. Voll die Scheiße. Meine Güte. Ganz vorsichtig. Wir haben ein heiliges Wasser gefunden. Ich warte jetzt, bis meine Eieruhr klingelt, sonst werde ich gleich nervös und schaffe das wieder nicht. Weil der Kusabi ist genauso wie Kirie. Wenn der uns berührt, Death awaits you. Okay. Do this!
Was? Der kommt nicht? Normalerweise habe ich das so in Erinnerung, dass er dann kommt wieder. Dings. Okay, wir hören uns jetzt noch den Stein an und dann geht's. Ach du Scheiße, Marius Anhänger können wir uns auch schon wieder anhören. Dann hören wir uns eben beides noch an und dann geht's im nächsten Part weiter. Ja, interessant. Destiny ist ein Raumschiff aus Stargate Universe. Das findet der Tassad jetzt bestimmt witzig. So. Wieso kommt der Kusabi nicht? Muss ich hier wirklich hingehen, dass er erst kommt? Oder kommt er erst auf dem Rückweg? Okay, jetzt kommt er. Jetzt wird's creepy. Der sieht eigentlich komisch aus, aber ich finde ihn trotzdem extrem gruselig. Ich finde ihn gruseliger als Kiri, ehrlich gesagt. Pikabu. Hinter ihr ist übrigens der Kusabi. Yep. Und ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Jawohl, bin ich. Da kommt der Kusabi. Und ich gebe euch einen Tipp. Guckt mal, was hier liegt. Typ 90 Film. Holy fuck. Bester Film im Spiel. Und sobald ihr durch diese Tür gegangen seid, ist alles wieder gut. So, das wollte ich euch noch eben zeigen. Alles klar. Wir sehen uns in ein paar Stunden beim nächsten Part. Bis dann.